Fenstern. Wie sieht der eigentlich von unten aus? Ganz normal, okay. Dahin sehe ich doch ein Skelett. Da kriegt man mit der Zeit Augen für, also das wird man. Das erkennt man dann schon von Weitem. Ob's nun ein Skelett ist oder nicht. Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall mal 24 war es, glaube ich. 8, 16, 24, 6, 12. Ja, 24. 24 Sand. Damit wir dann 24 Glasscheiben. Ne, mehr sogar ein Stack oder so herstellen können. Und stirb. Stirb, du blödes Huhn. Los, gib mir dein Essen. Und eine Feder, damit kann ich dann die Creeper totkraulen. Oh, Essen. Das reicht mir theoretisch sogar schon. Dann ist sogar noch ein Huhn. Das soll mir jetzt gefälligst auch nochmal was zu essen geben. Na! Wo sind wir denn? Hier. Ja, das ist mit der Framerate irgendwie wirklich ziemlich blöd. Gut, dass wir im Moment Tag haben und nicht Nacht. Das wäre nämlich noch blöder. Und das Huhn, das wir gerade geschlagen haben, hat ein Ei gelegt. Damit ist jetzt auch bewiesen, dass das Huhn vor dem Ei da war. Passt. Aber es wird jetzt langsam dunkel. Jetzt hoffe ich mal, dass sich die Framerate wieder stabilisiert. Ja, da ist sie stabil geworden. Und jetzt. Hey. Da ist dieses Huhn. Hat uns sagenumwogen zwei Federn und ein pures Hühnchenfleisch gegeben. Jetzt aber schnell nochmal nach Hause. Dann können wir direkt auf dem coolen Holztisch schlafen. Das ist immer so gemütlich, ne? Also, ihr geht auch immer hin zu Hause und dann meint ihr, ja. Schlafen wir doch mal schön hier auf dem Holztisch. Das ist immer so gemütlich, ne? Also geht ja auch immer im Wohnzimmer hin. Und eure Eltern denken dann auch immer, ey, was geht denn jetzt mit dem? Joa. Mir geht's auch nicht anders. Also ein bisschen schon, ich schlafe dann doch lieber in meinem Bett, aber ich will immer auf dem Sofa schlafen und da denkt meine Mutter auch immer, ey, was geht denn mit dem? Oder so ähnlich. Da sieht man schon direkt unser festlich beleuchtetes Haus. Und da musste ich mir mal kurz ein rohes Hühnchen reinziehen. Hier war doch irgendwo ein Loch. Ein fettes Loch. Oder war das hier? Da war es doch. Ha. Da sollte man mal. Da habe ich gerade irgendwas gesehen. Also da steigen wir auf jeden Fall nochmal runter. Leuchten das mal ein bisschen aus, erkunden das. Nehmen die Rohstoffe mit und ja. Jetzt will ich aber hier erstmal schnell nach Hause. Ich meine, komplette Nacht. Ich habe immer noch so eine beknackte Framerate. Mit meinem ultra coolen Gaming-PC, wisst ihr? Ein Acer Aspire. Ja, den Typen sage ich jetzt mal nicht, weil eigentlich ist das gar nicht so schlecht. Das Notebook. Es ist einfach nur. Wow! Shit, 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 shit. Ah, Spinne!
Sind wir mal ein bisschen spendabel und tun da. Oh. Eine ganze Kohle rein. Und. Was brauchen wir denn alles so? Mal ein paar Stickies. Ah, Sticks meine ich natürlich. So dürfte das reichen. So. Und jetzt hier noch eine Axt. Und was brauchen wir denn noch? Noch eine Spitzhacke und ein Schwert. Dann machen wir direkt noch eine Axt. So. So. Das war gerade Horror. Dann essen wir hier die ganzen McNuggets erstmal. Rüsten uns mit unserer coolen Steinlanze aus. Na, Steinspeer. Und ja, das Leben ist jetzt gut generiert. Da können wir direkt nochmal schlafen gehen. Und es wird dunkel. Ja. So, ich warte jetzt mal, bis ich das Skelett nicht mehr höre. Dann kann ich ja raus. Weil ich so ein bisschen Schiss davor habe. Besonders weil da, glaube ich, zwei oder drei andere Monster noch dabei waren. Also eine Spinne war da auf jeden Fall dabei. Ja, da hat man sie gehört. Und ich weiß gerade gar nicht, wo sie jetzt sein kann. Oh, da ist ein Creeper. So. Passt. Greift die mich an? Nee. Aber die soll doch nicht auf mein Haus. Ah. Wieso stellen die sich immer dahin? Ich bin gerade echt confused. Komm mal runter. Ich will nämlich gerade, wo wir doch schon hier so einen coolen Speer haben, paar Strings absahnen, mit denen ich dann. Gammelfleisch. Wow. Yeah, Knochen. Brauchen wir eh. Also Strings und Knochen, wir brauchen eigentlich alles im Moment. Wir doch schon so weit gekommen sind. Ah, drei Strings. Damit können wir jetzt schon mal einen Bogen craften, ja. Oder wir craften erstmal eine Angel. Jetzt, weil wir vier Strings haben, würde nur noch einer fehlen. Ich überlege gerade ein bisschen. Während es hier wieder leckt. Es tut mir echt leid. Das ist die Schuld von meinem PC. Aber eigentlich sollte sogar der nicht so lecken, wie der es jetzt halt trotzdem tut. Ja, jetzt ist wieder gut. Immer noch. Wieso habe ich die denn hier übersehen? Das war One-Hit mit einem Stein. Mit einem Steinschwert. Und auch wenn ihr jetzt so knuffig mit eurer neuen Nase seid. Entschuldigung, ich hab Hunger. Wie schon gesagt, ich will ja nicht immer nur hier Hühnchen und. Was weiß. Oh, und da ist noch eine Spinne. Ist ja gut.
Und die hat uns direkt zwei Strings geliefert. Das ist natürlich genial, auch wenn wir einen jetzt zu viel haben. Beziehungsweise nicht gebrauchen können. Aber das ist schon okay so. Und jetzt finde ich mal, können wir hier erstmal das Gras ein bisschen abschlagen, damit wir dann hier so ein paar Bäumchen fällen, pflanzen können. Und dann müssen wir dafür zumindest schon mal nicht ganz so weit gehen. Haben hier direkt eine tolle Aussicht, die ganzen fetten Berge. Da ist ein Hühnchen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch noch mal. Moment. Wir haben 5 Raw Pork Chops. Und wir haben kein Schwert mehr fast. Das ist jetzt schon nur noch zur Hälfte. Also hieß das gerade. Wir bräuchten schon noch mal Stein. Ja, die ganzen Monsterfetzen und dann. Oh. Das ging aber flotti, Karotti. Dieses Gras, das stört einfach, wenn wir hier so. Ups. Bauen wollen. Wenn ihr den Seed übrigens ganz cool findet. Moment, ich kann ihn gleich mal einblenden. Mit der ultra hohen Auslastung. Also, schreckt euch bitte deshalb nicht. Aber dann will ich hier doch erstmal. Die drei hier noch wegmachen. Und 1, 2, 3. Da kann noch einer hin. Da. Da. Ich hoffe nicht, dass das so Riesenbäume werden, weil die kann ich nämlich gar nicht ab. Die können viele nicht ab. Also da kommen jetzt schon ein paar, werden hoffentlich demnächst ein paar Bäume wachsen. Möglichst schnell. Und ja, jetzt leckt's schön. Jetzt kann ich euch gleich die super Auslastung zeigen, wenn ich den hier noch so da gesetzt habe. Und zwar jetzt. Oh, das ist ja ein Traum. Jetzt schnell den Seed. 1, 9, 4, 4. 3, 7, 4, 4, 4, 5. Das ist der Seed für hier diese ultra coolen Hügel, Berge, was auch immer. Und dann die Riesen.